So, die ersten Pakete sind angekommen. Unser 100 Liter Abwassertank. Ja, da draußen stehen bestimmt noch 200. Ja, und der soll theoretisch jetzt drunter passen. Und jetzt gucken wir, ob das auch wirklich passt. Wenn man so. So sieht das gerade aus. Also der passt hier. Von den Holmen sind die da ausgespart. Das passt halt nicht so ganz hundertprozentig, weil das für mehrere Modelle ist, aber so kann man es auf jeden Fall lassen. So, hier schneide ich jetzt noch an die Rutschmatten zu. Die kommen hier auf den Tank drauf, damit er nicht hier oben am Rahmen scheuert. Heute habe ich Halterungen gebaut für unser Abwassertank, der hier unter das Auto kommt. Und zwar sieht es dann so aus. Hier die Löcher waren im Rahmen schon vorhanden. Das heißt, ich habe die einfach nur aufbauen müssen. Habe hier die Halterung geschweißt und angefertigt. Das andere kommt jetzt hier noch auf die andere Seite. Und zwar hierher, so. Dann kommt hier unten unter der Tank ein Fangband, das dann hier festgeschraubt wird. Und dann ist unser Tank hoffentlich sehr stabil angebaut. Ja, der Tank ist endlich dran. Wunderbar. Sitzt bombenfest. Hier habe ich natürlich gleich alles mit Unterbodenschutz behandelt. Die ganzen Halter, die ich gebaut habe, dass das ja, einfach nicht anfängt zu rosten und vor Steinschlägen geschützt ist. Ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Tank ist hier in der Mitte ja, viel dünner als auf diesen verstärkten Seiten und hängt dadurch etwas durch. Es ist zwar mega stabil, aber es ist ja ein 100-Liter-Tank. Daher fertigte Kai jetzt gerade noch für hier neben eine Verstärkung an, also dass wir das Lochband nochmal hier in der Mitte durchziehen. Und da tut er hier was schweißen. Ah, das ist ja nur für den Rahmen, um das Blech zu befestigen. So, das ist jetzt unsere Entleerungskappe, Klappe für den Abwassertank. Da machen wir jetzt gerade die Verrohrung fertig. Und zwar kommen wir hier raus und dann kommt hier dieser Schieber dran, dass wir den aufziehen können und den Abwassertank entleeren können. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier sind wir mit 1,5 Zoll raus, haben hier ein 50er Rohr. Das Ganze haben wir hier mit einem Lochband wieder eine Halterung gebaut, dass das stabil ist. Und hier haben wir den Schieber. Auf jeden Fall können wir hier dann das Wasser rauslassen. Heute fangen wir an, uns Gedanken zu machen, wie wir unseren Frischwassertank, der 100 Liter umfasst, wie wir den befestigen und später auch verkleiden werden. Der ist hier extra für den Radkasten ausgeschnitten. Wir haben hier unseren Frischwassertank. Das Problem ist, dass wir hier nicht schön aufliegen bei uns. Und jetzt haben wir hier einmal den Wassertank hier hinten fest mit einer Schraube. Das ist aber jetzt eigentlich nur zum Fixieren. Jetzt baue ich mir hier gerade einen Halter aus Metall. Und damit der hier schön aufliegt. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir den noch richtig festmachen. Also der Halter wird hier auf jeden Fall am Boden festgeschraubt. Hier am Tank wird er mit einem Gurt festgemacht. Und dann gucken wir mal, wie stabil das Ganze wird. Ja, am Ende sind da 100 Liter drin und der darf natürlich nicht nach vorne abhauen, nicht nach in die Richtung abhauen oder nach oben. Deswegen muss der
komplett stabil sein. Ja. Ist der nicht cool? Fest mit einer schönen gebauten Halterung vom Kai. Spanngurten, die wir hier befestigt haben. Und auch nochmal hier unten auf dem Boden. Schönes Ding. Und schon fügt er sich auch super hier ins Wohnmobil. So, heute kommt die Landsteckdose dran. Da haben wir hier erstmal eine Schablone gezeichnet und haben das dann hier angezeichnet. Und jetzt wird das hier ausgeschnitten. So, und hier ist jetzt unser Wasser. Ha! Bevor wir jetzt mit unserer Bettkonstruktion weitermachen, brauchen wir hier jetzt noch unseren Frischwasseranschluss, also der Schlauch zwischen dem Anschluss und dem Tank. Da haben wir einfach einen 40 mm Schlauch aus dem Baumarkt geholt, aus dem Hornbach. Ja, das ist der hier, einfach aus dem Grund, weil es der einzigste war, der gepasst hat von den Maßen. Und den schneiden wir uns jetzt zurecht. Ist ja nur ein ganz kleines Stück. Und befestigen das mit Schellen. Ja, ich glaube nicht, ist so auch. Da kommt schnell durch. Ich habe Angst, dass ich die Dinge kaputt mache. Die Dose. Ein paar Sekunden später. Uns ist tatsächlich gestern noch der Stutzen abgebrochen von Frischwasserzufuhr. So was passiert. Jetzt haben wir hier auch einen anderen Schlauch drauf. Auch aus dem Baumarkt. Wir haben unsere Entlüftung hier drauf. Das hat der Kai hier mit Sikaflex zugemacht, weil da war ja schon ein Gewinde vorgebohrt. Ne? Da war ein Loch drin. Ne? Ja, oder nur ein Loch. Und das hat er dann so abgedichtet. Das ist die Entlüftung. Die kommt ebenfalls an diesen Frischwasserstutzen. Und hier ist jetzt auch schon unsere Sonde dran, die später an die Steuerung vorne kommt, dass wir sehen, wie voll unser Tank noch ist. Genau. Oh. Ja, und hier haben wir es jetzt wieder auf Anfang gestellt, zumindest in die Anschlüsse hier. Jetzt warten wir auf einen neuen Frischwasserdeckel und dann machen wir das alles fix. Aber wir machen jetzt weiter, nämlich mit der Bettkonstruktion hier. Und da misst der Kai gerade schon mal aus. Hier ist jetzt unser Abgang vom Frischwassertank, falls wir den mal entleeren müssen im Winter oder um den zu wechseln und so weiter. Der kommt jetzt hier aus dem Boden raus. Und hier haben wir unseren Hahn. Jetzt wenn wir den aufdrehen, falsche Richtung, so, dann wird der entsprechend geleert. Und ich bin hier unterm Auto. Voll bequem auf dem Ding. Das ist jetzt mein neues Lieblingsteil. Fang mich! Aua! Aua! Oh nee! Oh. Das ist doch scheiße! Ich bin damit raus. Feierabend. Nee. Wir haben noch ein anderes Ziel heute. Die Decke wird gemacht.